Mein Name ist Saki Namba. Es ist mir ein Vergnügen, euch alle kennenzulernen. Ich hoffe, dass wir alle gut miteinander auskommen werden. Ich freue mich darauf, euch besser kennenzulernen. Ich, Tetsuya Shido, habe eine Austauschschülerin in meine Klasse bekommen. Sie war so schön, dass jeder, der an ihr vorbeiging, den Kopf drehen musste. Sie hatte ein sanftes Lächeln auf dem Gesicht, als sie vor der Klasse stand, so wie man sich eine Heilige vorstellt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand nicht in sie verliebt. Du wirst dich neben Shido setzen, der Typ, der uns gerade ausdruckslos anstarrt. Neben mir ist gerade ein Platz frei. Das wird wahrscheinlich von nun an Nambas Platz sein. Shido! Oh, Tetsuya! Hä? Was? Warum zum Teufel winkt sie Tetsuya zu? Aber wenn sie seinen Namen kennt, die beiden sind doch nicht etwa befreundet. Ich nehme an, das kannst du so sagen. Wir sind eigentlich Ex-Partner. Ich bin die Ex-Freundin von Tetsuya. Ha? Ist das wahr, Tetsuya? Nein, das stimmt nicht. Vielleicht hat Tetsuya mich ja schon vergessen. Was glaubt sie eigentlich, was sie da sagt? Was sie gesagt hat, macht es mir ungewöhnlich, ihre Behauptungen zu leugnen. Wenn ich es leugne und sage, dass ich nicht weiß, wovon sie redet, bin ich der ultimative Trottel, der seine Ex-Freundin in dem Moment, in dem sie sich getrennt haben, in den Hintergrund gedrängt hat. Das reicht jetzt, setz dich erstmal hin, Namba. Ich weiß, dass ihr alle Fragen stellen wollt, aber macht das in der Pause. Wenn ihr zu laut seid, werde ich von euren anderen Lehrern ausgeschimpft. Es ist meine Schuld. Als ich ihn nach so langer Zeit wieder sah, war ich wohl etwas zu aufgeregt. Lass uns gut miteinander auskommen, Tetsuya. Ja. Was ist, wenn ich nicht will? Ich fand sie zwar anfangs attraktiv, aber das heißt nicht, dass ich ihr das ganze Chaos, das sie mir gerade bereitet hat, nicht übel nehme. Ich frage mich, was aus meinem Highschool-Leben in der Zukunft werden wird. Während des Unterrichts. Hier, Namba. Ha? Während der Lehrerin mir den Rücken zuwandte, reichte ich ihr ein gefaltetes Stück Papier. Kann ich mit dir in der Mittagspause allein sprechen? Ich würde gern die wahre Bedeutung hinter deinem heutigen Handeln erfahren. Ah. Nachdem sie meinen Brief gelesen hatte, reichte sie mir auf dieselbe Weise einen zurück. Ja, natürlich. Wenn wir Mittagspause haben, werde ich meine Lunchbox mitnehmen, um dich zu treffen. Wo sollen wir uns denn treffen? Als Antwort auf ihre Frage habe ich einfach zurückgeschrieben, auf der Dachterrasse. Als die Mittagspause kam. Tut mir leid, dass ich dich so anspreche. Aber wenn ich das nicht tue, werde ich dich nie allein erwischen. Mach dir keine Sorgen, ich verstehe das. Toll, danke. Wenn es dir nichts ausmacht, werde ich gleich zur Sache kommen. Sollen wir essen, während wir reden? Wir haben doch beide unsere Mittagsessen mitgebracht. Da hast du recht. Warum hast du denn gesagt, dass du meine Ex-Freundin bist? Auch wenn die Tatsache, dass du meinen Namen kennst, bedeutet, dass wir uns zumindest schon mal irgendwo getroffen haben, aber ich erkenne dich überhaupt nicht wieder. Es ist nicht so, dass ich mich nicht an dich erinnere, es ist so, dass ich mich überhaupt nicht an dich erinnern kann. An jemanden wie dich würde ich mich erinnern, wenn ich dich schon mal gesehen hätte. Du hast nicht Unrecht. Zu sagen, dass wir uns noch nicht begegnet sind, ist in gewisser Weise wahr. Aber zu sagen, dass wir uns schon einmal begegnet sind, ist auch nicht wahr. Was meinst du damit? Ich meine, dass es nicht unvernünftig ist, wenn du denkst, dass du mich nicht kennst.
Gleichzeitig ist es aber auch möglich, dass ich dich kenne. Was labert dieses Mädel? Kannst du es mir auf eine leicht verständliche Weise sagen? Es ist nicht lustig, wenn ich zu viel verrate. Aber ich meine, dein Spaß macht mir verdammt viel Stress. Ehrlich gesagt, ist es für mich eher lästig als alles andere. Kannst du mir dann bitte eine Frage beantworten? Hattest du in der Vergangenheit schon mal eine Freundin? Das ist... Nein, hatte ich nicht. Bist du dir absolut sicher? Ja, keine Freundin. Es ist wahr, dass ich noch nie eine Freundin hatte. Ich bin einfach von Natur aus schlecht darin, mit Mädchen zu reden, und ich war noch nie wirklich mit einem Mädchen in irgendeiner bedeutenden Weise zusammen. Verstehe. Dann war das alles nur ein Spiel für dich. Was war... Von welchem Spiel spricht sie? Die Tatsache, dass du plötzlich spurlos verschwunden bist, lag daran, dass du unsere Beziehung von Anfang an nicht ernst genommen hast? Ich habe keine Ahnung, was sie damit sagen will, aber in ihrem Gesichtsausdruck habe ich gesehen, wie wütend sie war. Das war's, was mir sagte, dass sie mich nicht nur auf den Arm nehmen wollte. Kenne ich sie wirklich von irgendwoher? Aber spurlos verschwunden, ich bin nie umgezogen oder sowas. Ich verstehe nicht wirklich, was du sagen willst. Wir sind uns noch nie begegnet, richtig? Nicht im Real Life, nein. In Real Life. Ah! Ich habe endlich verstanden, was sie gesagt hat. Ich hatte vor langer Zeit tatsächlich mal eine Freundin. Mal sehen. Es war während meiner Mittelschulzeit, von meinem ersten Jahr bis etwa zur Mitte meines dritten Schuljahres. Zu dieser Zeit war ich spielsüchtig. Um meine Gesamtwerte zu verbessern, wurde ich im Spiel ein Paar mit einem Freund, mit dem ich ziemlich gut auskam. Aber das war... Ich bin nur wegen der Werte mit dir zusammengekommen. Könntest du Himmel sein? Ja, das bin ich. Wie ich sehe, hast du dich endlich erinnert? Ich habe mich erinnert? Ich hätte nie gedacht, dass ich dich mal im echten Leben treffen würde. Und im Spiel waren wir vielleicht ein Paar, aber nur weil ich meine Werte erhöhen wollte. Du warst derjenige, der mich gebeten hat, deine Freundin zu sein. Und du hast weder die Statistik noch irgendwas anderes erwähnt. Deshalb, zumindest in meiner Vorstellung, waren wir tatsächlich zusammen. War das so? Das war es! Sogar die Mitglieder der Gilde, die wir angehörten, sagten alle, dass wir wie ein echtes Paar aussehen. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, wurden wir von unseren Gildenmitgliedern ständig gehänselt. Aber wenn sie sagten, ihr seht aus wie ein echtes Paar, hätten sie wissen müssen, dass wir nicht wirklich ein Paar sind. Es ist nur so, damals war die Pärchenfunktion gerade erst in das Spiel aufgenommen worden und es gab viele Leute, die Paare wurden, um ihre Werte zu verbessern. Vielleicht habe ich deshalb die Statistik nicht erwähnt, als ich Hime bat, ein Paar mit mir zu werden, weil ich dachte, sie würde es einfach wissen. Sie dachte also die ganze Zeit, wir wären zusammen? Du hast mir den Schock meines Lebens verpasst, weißt du? Du hast mir gesagt, du würdest mit dem Spiel aufhören. Und als ich dich gefragt habe, was aus uns wird, hast du mir gesagt, dass ich mir einfach einen anderen Partner suchen kann. Ich habe mit dem Spiel aufgehört, weil meine Prüfungen bevorstanden und meine Eltern mir verboten zu spielen. Und wegen der Sache mit dem Paar, ich gebe zu, dass das, was ich gesagt habe, unhöflich war. Das tut mir leid.
Ich hätte nicht gedacht, dass ein Spiel zu einem so großen Missverständnis führen kann. Aber es war auch meine Schuld, dass ich meine Absicht nicht klarer formuliert habe, als ich sie bat, ein Paar mit mir zu werden. Wenn sie durch meine Handlungen verletzt wurde, ist es nur richtig, dass ich mich bei ihr entschuldige. Ich sollte mich auch entschuldigen. Die Wahrheit ist, dass es normal ist, dass du mich nicht erkennen würdest. Ich verstehe, dass das unvernünftig war. Number? Aber du warst meine erste Liebe. Auch wenn ich dein Gesicht nie gesehen habe, habe ich mich in deine Persönlichkeit verliebt. Deshalb war ich so glücklich, als du mich gebeten hast, ein Paar zu werden. Und ich wollte so lange wie möglich mit dir zusammenbleiben, auch wenn es nur ein Spiel war. Ich verstehe. Tut mir leid. Aus diesem Grund habe ich, um dich persönlich zu treffen und direkt mit dir zu sprechen, alle meine Beziehungen und mein Geld eingesetzt, um dich aufzuspüren. Hä? Obwohl es mir schließlich gelungen ist, Vater davon zu überzeugen, mich die Schule wechseln zu lassen, dachte ich, als ich hörte, dass du schlecht mit Mädchen reden kannst, dass du mich am Ende einfach meiden würdest, wie jedes andere Mädchen. In diesem Fall kam ich auf die Idee, vor allen Leuten zu sagen, dass ich deine Ex-Freundin bin. Damit du keine andere Wahl hast, als mich selbst anzusprechen. Auch wenn das eine etwas unangenehme Situation für dich ist. Du hast mich ja schließlich abserviert, also ist das, was ich tue, nur Rache. Zumindest rechtfertige ich es so von mir selbst. Das stimmt, ich habe es erst gemerkt, als sie es sagte. Ich habe ihr in dem Spiel nie einen Hinweis auf mein Gesicht oder meinen richtigen Namen gegeben. Wie hat sie mich also gefunden? Nach dem, was sie mir erzählt hat, hat sie mich wahrscheinlich mit der umfassenden Macht des Geldes ausfindig gemacht. Aber ein normaler Mensch wäre zu so etwas nicht in der Lage. Sie ist höchstwahrscheinlich die Tochter einer reichen Familie oder so. Und die Tatsache, dass sie so weit ging, einen Partner aufzuspüren, den sie nur in einem Spiel kennengelernt hatte und dass sie so versessen darauf war, mich zu finden, dass sie sogar die Schule wechselte. Dazu noch dieser kleine Einblick in ihre obsessive Stalker-Dunkelseite. Es scheint, als hätte ich mich mit einem ziemlich lästigen Mädchen eingelassen. Also, was soll ich deiner Meinung nach tun? Das ist... Warum sagst du nichts? Ich will wieder mit dir zusammenkommen. Verstehe, das ist es also, was sie will. Es sah für mich so aus, als wäre sie verbittert über das, was ich getan habe und suchte nach einer Art Wiedergutmachung oder so. Aber zu denken, dass sie wieder mit mir zusammenkommen will... Es tut mir leid, aber ich kann nicht. Um die Wahrheit zu sagen, würde ich normalerweise die Chance ergreifen, wenn ich von einem so hübschen und zerbrechlich aussehenden Mädchen um ein Date gebeten würde. Aber ich glaube nicht, dass ich mit ihr ausgehen könnte. Ich darf nicht zu selbstgefällig sein, ich bin schließlich auch nur ein normaler Kerl. Und warum nicht? Welchen Teil an mir magst du nicht? Bitte sag es mir, ich werde es in Ordnung bringen. Das ist nicht, was ich meine. Ich mag dich wirklich, Tetsuya. Ich werde mich bemühen, dass du mich auch magst, wenn du mir nur sagst, wie. Dieses Mädchen ist wirklich eine Nervensäge. Die Sache ist die, auch wenn wir uns im Spiel schon lange kennen, ist es doch das erste Mal, dass wir uns im echten Leben sehen, oder? Ist es nicht ein bisschen zu viel erwartet, dass wir plötzlich zusammen sind? Wir sollten uns zumindest das erste Mal besser kennenlernen. Einander besser kennenlernen. Aha.
Puh, das hat gewirkt. Jetzt verstehe ich. Es ist so, wie du es gesagt hast, Tetsuya. Ich werde mein Bestes tun, damit du dich in mich verliebst. Ich gehe jetzt wieder in den Klassenraum. Okay. Das war leichter, als ich dachte. Wenn ich mich an die Dunkelheit erinnere, die ich vorhin in ihr gesehen hatte, fühlte ich mich ein wenig unwohl darüber, wie leicht sie sich zurückgezogen hatte. Aber sie ist auch ein ziemlich ehrliches Mädchen, also bin ich vielleicht einfach zu ihr durchgedrungen. Zumindest war das meine Hoffnung. Ich bin Saki Namba und ich werde von nun an in ihrer Obhut sein. Es ist schön, dich wiederzusehen. Aus irgendeinem Grund kam sie zu mir nach Hause und was sie sagte, sagt mir nicht, dass sie vorhat, hier zu bleiben. Was geht hier vor, Namba? Damit du mich besser kennenlernst, dachte ich, es wäre das Beste, wenn wir eine Zeit lang zusammen wohnen würden. Als ich deine Mutter darum bat, stimmte sie bereitwillig zu. Im Ernst, Mama? Ich meine, sie ist bezaubernd schön und scheint ein gutes Mädchen zu sein. Es gibt keinen Grund, sie abzulehnen, oder? Du verarschst mich doch. Sie hat sich mit meiner Mutter eingelassen, um an mich ranzukommen? Du wohnst im selben Zimmer wie Tetsuya, oder? Warte, das ist doch nicht dein Ernst! Das ist Sakis Wunsch. Ich habe schon mit ihren Eltern telefoniert und sie haben gesagt, dass es in Ordnung ist, solange sie verantwortungsbewusst damit umgeht. Das ist seltsam. Warum sind alle um mich herum meine Feinde? Es wird alles gut, Tetsuya. Ich werde nichts tun, bevor ich nicht dein Einverständnis habe. Wirklich? Ich traue nicht mal ein kleines bisschen. Als ob es nicht genug wäre, dass sie mich hier ausfindig gemacht und an meine Schule versetzt hat, hat sie mir auch noch eine Falle vor meiner eigenen Mutter gestellt. Jetzt wird mich nichts mehr überraschen, was sie tut. Fürs Erste habe ich sie in mein Zimmer geführt. Das ist also das Zimmer von Tetsuya. Ich bin beeindruckt. Sie war genauso aufgeregt, wie ich besorgt war. Bist du sicher, dass du in meinem Zimmer bleiben willst? Natürlich. Und wir werden auch zusammen schlafen. Sie tut so, als wären wir schon zusammen. Bist du sicher, dass du dir das gut überlegt hast? Für jemanden wie dich ist es am effektivsten, wenn du schnell und konsequent vorankommst. Das hat mir meine persönliche Maid gesagt. Und ich dachte auch, dass dies der beste Weg wäre, um dir zu helfen, mich kennenzulernen. Das Dienstmädchen ist also das wahre Superhirn. Im Guten wie im Schlechten ist Namas Persönlichkeit rein und naiv. Deshalb glaubt sie alles, was die Leute um sie herum sagen, mit ganzem Herzen. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass sie leicht von Freunden mit nicht so guten Absichten hereingelegt werden könnte. Nein, die Maid könnte sie bereits an der Nase herumführen, aber jetzt, wo sie bei mir wohnt. Willst du ein Spiel zusammenspielen, Tetsuya? Wir haben uns ursprünglich gut verstanden, weil wir gemeinsame Interessen hatten und wir hatten noch immer Spaß daran, miteinander zu reden. Du bist gemein! In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Wenn es so sein sollte, dann nimm das. Warte, was machst du da? Ich streichle dich. Jetzt bist du diejenige, die gemein ist. Ich gebe dir nur etwas zärtliche, liebevolle Pflege. Was ist daran so gemein? Auf diese Weise habe ich meine Zeit mit ihr genossen. Und auch wenn ich mich oft beschwere, muss ich zugeben, dass sie wirklich süß ist. Ihr selbstgefälliger Gesichtsausdruck zeigt, wie ehrlich sie ist. Und das finde ich auch süß.
aber mit ihr zusammen zu sein bringt eine Reihe von Problemen mit sich. Tetsuya, sag ah! Ich kann das selbst. Aber ich will dich füttern. Sie füttert mich vor den Augen meiner Mutter mit Essen. Gute Nacht. Meinst du, du kannst aufhören, meinen Arm an deine Brust zu drücken? Mein Herz klopft so schnell, dass ich nicht einschlafen kann. Ich mach das nicht so oft. Du machst das jede Nacht. Und sie klammert sich jede Nacht an mich, wenn wir ins Bett gehen. Mein Herzschlag hat sich wahrscheinlich die ganze Zeit gegenüber nicht verlangsamt. Als ich mich daran gewöhnte, meine Tage so zu verbringen. Das war's, ich gebe auf. Ich habe endlich begriffen, dass ich einen aussichtslosen Kampf kämpfte. Hm? Spielten wir eine Art Spiel? Obwohl die betreffende Person nicht einmal ihren eigenen Sieg registriert hat. Ich bin von deiner Leidenschaft besiegt worden. Ich habe mich auch in dich verliebt. Wirklich? Ich würde darüber keine Witze machen. Du bist also wirklich... Ja, ich will mit dir zusammen sein. Ich bin so glücklich. Davon habe ich so lange geträumt. Tut mir leid, dass das so lange gedauert hat. Das macht mir nichts aus. Du hast dich doch schließlich für mich entschieden. In letzter Zeit gab es keine Anzeichen für Sakis obsessive Tendenzen. Wahrscheinlich schlummern sie, wenn ich echtes Interesse an ihr zeige. Ich brauche also keine Angst mehr zu haben. Und was passiert ist, nachdem wir angefangen haben, zusammen zu sein? Schon wieder falsch. Habe ich dir das nicht gestern beigebracht? Sorry! Gib dein Bestes, Tetsuya. Um würdig zu sein, Number Conglomerate zu übernehmen, musste ich ein hartes Training bei Sakis Mate absolvieren. Mit der Unterstützung meiner bezaubernden Freundin habe ich es irgendwie geschafft, durchzuhalten. Aber Mann, diese Mate ist ein echtes Monster. Diese Mate, bist du sicher, dass sie mich nicht hasst, weil ich dich ihr weggenommen habe? Sie ist jetzt nur etwas strenger mit dir, damit du in Zukunft nicht mehr leiden musst. Aber wenn du damit nicht klarkommst, kann ich für dich mit ihr reden. Nein, ist schon gut. Ich muss jetzt hart arbeiten, damit du es in Zukunft leichter hast. Tetsuya, ich danke dir. Egal wie schwierig es ist, wenn es bedeutet, dass Saki immer glücklich und unbeschwert sein wird, habe ich keine andere Wahl, als es zu tun. Meiner süßen Freundin zuliebe, habe ich mich darauf vorbereitet, noch mehr von den quälenden Lektionen dieses Monsters zu ertragen.